Weiter geht's bei Let's Play Mass Effect 2. Hallo. Machen wir mal, was sie sagt. So what would it take to get the project back up and running? Everything was in place when we were arrested. It wasn't a question of could we, but should we? What alternative do we have? The Reapers will reach this system regardless. But the Alpha Relay is their shortcut to the rest of the galaxy. If you want to keep the Reapers at bay, this relay must be destroyed. Wollen wir es wieder haben? We have to get the project running again. It's probably the only chance we have. One sec, let me get the door. Commander Shepard, I give you Object Row. You have the Reaper artifact just sitting here? Out in the open? When we found it, it showed me a vision of the Reaper's arrival. Kenson, this is not good. Give it a moment, Shepard. It'll give you the proof you need. I can't let you start the project, Shepard. I can't let you stop the arrival. Junge, die können zielen. Take her now. Ja, sie ja, okay. Let's go. Schönen Auftrag, fight for your life. Junge, ich hätte mal von der Scheißdeckung weggekommen. Boah, die Steuerung ist zum Kotzen, ne? Yourself over and be spared. Sehr schön. Ein Reaper zum Nebel ist der. Your galaxy is in sight. Your final days are at hand. Was ist jetzt? Oh Gott. Jetzt wurdest du besiegt. Ist das so? Ja. Oha. Take her to the med bay and patch her up. We want Shepard alive. Schaut irgendwie weniger nach Reaper als mehr nach Collector an da? Ja. Ja, wenn man bedenkt, dass die Kollektoren von den Reapern erschaffen wurden aus den Proteanen. Mhm. Like Shepard was waking up a moment ago. But it could be a glitch in the system. Boah, die kriegt voll mit. No glitch. The sedatives aren't working. Security! Jung, die kriegen voll mit. Das ist ja brutal. Was ist das für Gurkentruppe? Trüpp de Gürk. The project is almost complete. I thought I'd feel a sense of accomplishment, but instead, I feel I can't. Ah ja. Wie geil ist das denn? Also die Truppe ist echt so die Gurkentruppen. Power.
Allzu gut. Aber voll nett, hey, du spürst immer was Androiden. Also. Waffenwarten, nice. Nice. Oh, genau. Was denn? Not much time. I have to get this asteroid moving and get the hell out of here. Oh ja, das kann man so sagen. Reaper, Shepard, I'm a Reaper Doomsday Device. What the dunk? Das Beste ist, in diesem DLC gibt's jetzt wieder einen extra Kasten Game Over, wenn man länger als 2 Stunden braucht. Echt? Ja. Ich glaub, ich war's, das ist ein richtiger Timer. Ich glaube, was wir uns auf YouTube reinziehen. Shields have failed. Ich glaube zumindest, dass es so war. Kann ja mal gucken, ob ich es auf YouTube finde. Boah, probiert es halt, ne? They've seen us. Us. Hier, Shepard. Shepard's in the living quarters. Seal off project control. Stop Shepard now! Ja, ich hab ein Video davon gefunden. Hä? Ich hab ein Video gefunden. Nice. In dem Custom Ending. Also diese Allianz-Soldaten, die schreien unglaublich laut. Ja, und die Granaten haben es auch wahnsinnig geil geworfen. Oh. Oh. Du hast, glaube ich, noch eine weitere Fähigkeit, die nicht oben in der Quick-Bar drin ist. Guck mal, Shift. Weil du hast doch Warp. Stimmt. Was halt nicht oben mit deiner Quickbar drin ist, aus irgendeinem Grund. Mag vielleicht dran liegen, dass wir ein bisschen mit dem Safe rumgespielt haben. Yeah. So Sachen wie ein Klassenwechsel vorgezogen hat. Ja, bis der Para weg ist. Typ, man muss ja dezentes Killpotenzial. Ist ja gut. Es ist so witzig, wie die einfach. Ich tot seit 10 Minuten und schrei immer noch. Und tschüss. You won't get through here, Shepard. Das ist halt so geil, gell? Oh, was werden sie denn mögen? Ja, Panem et Circenses. Brot und Speck. Oder so irgendwie.
Raum. Der läuft eigentlich ganz gut. Wurde der gerade von der Tür zerquetscht? Ja. Ja, doch. And throw my shield. Okay. Stop, drop and roll. Ich weiß schon, wieso ich immer die Luft bevorzugt habe als SMG. Bei der Tempest. Jetzt dann müssen wir nur noch. Ja, hier gibt's irgendwo die Engine Controls. Da, irgendwo da oben noch. In irgendeiner der Konsolen. PlayStation. Und jetzt dann. Eimer. Ah, das schaut gut aus. Welcome to Project Control. I want to activate the project. Warning. Activating the project will result in an estimated 305,000 casualties. Do you wish to continue? Ja. Arsch wollen wir ja nicht sein, oder? Nö. Alert! All colonists living in the Bahak system. This is... Shepard, no! Do you have any idea what you've done? You leave me no choice. If we can't stop this asteroid, it must be destroyed. Tell me where to find Dr. Amanda Kenson. Dr. Kenson is traveling to the reactor core module. An Ezo-core meltdown should do it. Because of you, everyone on this rock will be obliterated. Not if I get to you first. Bitch. Jetzt darfst du da runter. Nein. Glaub ich. Oder? Halt noch am Boden wetterhoppeln. Gnadenlos. Wir haben halt bei diesen Allianz, bei diesen Project Guards gesetzt, wenn sie in der Luft sind, schreien sie. Mm. Und durch Warp, und durch eine Singularity werden sie halt in der Luft gehalten. Ja. Das ist echt ungut. Don't try to stop me, Shepard. I have to do this. Stop now, Kenson. Hackett's friend or not, I will kill you. You're forcing my hand, Shepard. You know that. There is no escape. There's no redemption for what you've done. I will die, never having seen the Reaper's blessings. And you will just die. Mm-hmm. Damn it, Kenson! Himmel, Schiers. Kugelsicheres Glas. So. Bullet Penetration gibt's erst auf Mass Effect 3. Shepard is trapped. Keep her in there. Dem mal Tschüss zu. How do I stabilize the reactor core? All automatic safety protocols have been overridden. To stabilize the reactor core,
Manually insert cooling rod A from this control station. Manually insert cooling rod B from control station B. Doing so will stabilize the reactor core. Cooling rod A reinserted. Reactor cooling process has begun. Das wird die Olle sicher freuen. Übrigens, jetzt kannst du durch die Tür, die eben verschlossen war. Ja. Ja, dann. Wenn du das Bane von mich hättest. Das Bane-Icon, ja. Das Bane-Mavi. Das Bane, das aus irgendeinem Grund diese Mission fast auswendig kennt. Ja, ich mag diese Mission. Die macht einen so schön, so zu einem richtig schönen Massenmörder. Irgendwie schon, ja. Plasma venting aborted. Dann haben wir von PDA Glump mitnehmen. Obwohl der da trotzdem relativ flott durch. Plasma venting in progress. Oh, doch, cool. Oh. Oh crap. Das war nicht besser. Nee. Das haben sie irgendwie in diesem DLC nicht richtig hingekriegt. Wenn er immer so treffend hat. Wie viel Fleisch fliegt. Oh, soweit so gut. Jetzt müssen wir noch echt voll da sein. Hey. Come on! Warum darf man da keine Tür mitnehmen? Das tut mir leid. Weil es halt eigentlich der Gedanke ist halt. Anderson hat einen gerne eine persönliche Nachricht geschickt. Die hatten wir auch angenommen in unserem alten Spielstand. Machen wir bitte. Anderson hat uns eine persönliche. Ein persönliches Videogespräch gegeben. Ja? Wo er uns das halt erklärt hat. So. Und es ist halt eine wirkliche Operation, offiziell gibt es diese Operation nicht. Weder das Project Arrival noch Shepards Anwesenheit hier. Verstehe. Und zudem war ja ursprünglich geplant, Shepard geht rein, befreit Kenson, Shepard geht wieder raus. Ja. Da ist halt eine Person komplett ausreichend. Das stimmt. Ja, man. Ja, wir nehmen sonst fürs, was nicht, Müllkübel ausleihen von der Norma, die 8 Menschen mit. Also so ist ja nicht. Ja, aber das sind auch 8 Special Unicorns. Ist richtig.
Bang, Fluffy Unicorns. Special Unicorns sind ja immer noch besser als Special Snowflakes, aber. Den Lift wieder runter. Nicht da. Och mal. Moment, ich habe hier eine Möglichkeit, dich zu stoppen. Ein sehr durchschlagendes Argument. Ja. Step away from the reactor. You've ruined everything. I can't hear the whispers anymore. Turn around. Now. You've taken them away from me. I will never see the Reaper's arrival. All you have to do. Tja. Touch. Warning. Collision imminent. Warning. Collision imminent. Warning. Collision imminent. Warning. Collision imminent. Du warst mal kurz ohnmächtig. Warning. Collision imminent. Warning. Collision imminent. Joker, this is Shepard. I need a pickup now. Communication system damaged. Nice. Damn it! Evacuation protocols in effect. All personnel report to escape shuttles. Where can I find an escape shuttle? Take the lift from this room to the external access. From there, proceed to the communications tower. The remaining escape shuttles will be located on the tower's landing pad. I have to get to that comm tower and take a shuttle. It's my only chance. Heavy weapons can give you a fighting chance in certain death situations. I'm a Reaper. Ja, und? Und ich habe diese Panzerbüchse. Reaper down. Lol. Ich glaube, es gibt sogar zwei Special-Failure-Videos in diesem DLC. Einmal, wenn man es nicht in der Zeit schafft, und einmal, wenn man noch auf dem Asteroiden ist, wenn. I'll take it! Wenn man das Massenportal klutscht. Warning. Alpha Relay Collision imminent. Evacuation is recommended. Schwere Waffenmunition. Es kann nur Gutes bedeuten. Ja, ich nutze bei dieser Mission, das ist die einzige Mission, wo ich den Kane nutze, die Mini-Nuke. Ist das so? Ich würde sagen, ja. Du kannst jetzt einmal dich gleich hier in Deckung begeben und einfach nur warten, bis der Balken durchgelaufen ist. Das ist nämlich ein relativ schnelles Alien-Ending. Das wir dann selber sehen werden. Also, das sollen wir einfach warten, oder wie? Ja. Ja, schauen wir uns die Endings auf YouTube an. Okay, das geht auch. Suche ich mal das andere raus. Schon wieder Granaten, naja. Okay, ich hab ein Video gefunden mit beiden Enden-Dingen. Alien-Endings drin. Calm Tower. I hope the Normandy's listening. Wo läuft bei euch? Das Schöne ist halt, mit dem Kane macht man die ganze Plattform einfach leer. Mit einem Schuss. Wird größer. Ja, ihn wird größer.
Ist nicht einfach nur eine Textur im Hintergrund. Jetzt zum Comms Tower. Bin da. External comm channel open. Shepard to Normandy. Joker, do you read me? Shepard, you have become an annoyance. You fight against inevitability, dust struggling against cosmic winds. This seems a victory to you, a star system sacrificed. But even now, your greatest civilizations are doomed to fall. Your leaders will beg to serve us. Yes, people will die. Maybe we'll lose half the galaxy. Maybe more. But I'll do whatever it takes to rid the galaxy of the Reaper threat. However insignificant we might be, we will fight, we will sacrifice, and we will find a way. That's what humans do. Know this as you die in vain. Your time will come. Your species will fall. Prepare yourselves for the arrival. Commander Shepard, Normandy, inbound for pickup. Roger that. Matsch die Textur. Uiuiuiuiui. Get us out of here, Joker. Das Massenriegel noch mal benutzen, bevor es zerlegt wird. Ganz genau. Zone schon geil. Bling! Irgendwo ist ein kleiner so Bling! Beste war ja in Mass Effect 1 hat man in einem der beiden DLCs versucht, genau das zu verhindern. Was denn? Im Bring Down the Skies DLC in Mass Effect 1. Ja, irgendwie stimmt das. Batterien haben einen Asteroiden. Huh. Looks like you've recovered. Admiral Hackett. Sounds like you went through hell down there. How are you feeling? Fine. No more visions, if that's what you mean. I wasn't expecting to see you here. You went out there as a favor to me. I decided to debrief you in person. That was before the mass relay exploded and destroyed an entire Batarian system. What the hell happened out there, Commander? I want muesli. I confirmed Dr. Kenson's proof. The Reapers were coming, and destroying that relay was the only way to stop them. Kenson sedated me for almost 2 days. I started the engines with little more than an hour left. I tried to warn the Batarian colony, but time ran out. The Batarians report no survivors from Aratat. At least you tried. And you believe the Reaper invasion really was a threat? No doubt about it. We literally had minutes to spare. I'm sure all the details are in your report. I won't lie to you, Shepard. The Batarians will want blood, and there's just enough evidence for a witch hunt. And we don't want war with the Batarians. Not with the Reapers at the galaxy's edge. What are you saying? You did what you did for the best of reasons, but there were more than 300,000 Batarians in that system.
all dead. You're all just a Reaper. It's worth stopping a Reaper invasion. I happen to agree with you. I'm sorry those Batarians lost their lives, but someone has to make the difficult decisions that get people killed. Unfortunately, not everyone will see it that way. So what do you suggest? Evidence against you is shoddy at best, but at some point, you'll have to go to Earth and face the music. I can't stop it, but I can and will make them fight for it. Nice. Mm-hmm. Thank you, Admiral. Do whatever you have to do out here. But when Earth calls, you make sure you're there with your dress blues on, ready to take the hit. Mm. In the meantime, you keep this. Yep. I don't need to see a report to know you did the right thing. Yes, sir. You've done a hell of a thing, Commander. Das Schöne ist, je nachdem, ob man in man das DLC gespielt hat oder nicht, das ist auch in Mass Effect 3 ein unterschiedlicher Grund, wieso man eingeknastet ist. Entweder wegen dem oder wegen Cerberus. Ja. Ja, fein. Dann haben wir Mass Effect 2 durch, oder? Ja, damit haben wir Mass Effect 2 durch. Dann sparen wir uns aber eine Wertung, weil immerhin haben wir das schon mal gespielt. Ja. Wir enden einfach nur mit, warte mal, stellen wir uns irgendwo einen Joker. Dann enden wir einfach mit Joker und Shepard. I told you we'd tear the collectors a new one. Wir haben raus schon. Commander really pulled through. Und, genau. Yo, Joker. Einmal noch. Hey, Shepard, glad that collector Reaper crap is over. It is over, right? That's it for now. See you, Commander. Ja, damit tschüss von Mass Effect. Jetzt haben wir schon und gleich, wir ja? sehen uns in Mass Effect 3. Nee, noch nicht. Jetzt gibst du mir mal einen Link. Ah ja, stimmt. Ja, wir haben ja noch Todesszenen, die wir noch aufarbeiten. Oh, ich warte auf deinen Bane. An dieser Stelle danke an den lieben Padawan Mage 71 für das Video hier. Ah, Proximity. Dauert aber, bis das Ding da ist. Ja, jetzt kommt's. Hier beginnt's. Ja, das sind wir ja selbst drauf, ne? Ja, das sind wir selbst drauf. Warte, die Clock da ist akkurat, ja. Yo, Shia, die sind denn da? Mariana. Hello there. Insofern, ja. Danke fürs Zuschauen, Leute. Und bis zum nächsten Mal, wenn es mit Mass Effect 3 weitergeht.